Hallo. Ja, ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier auf meinem Kanal und ja, ich habe heute einen schönen Neuner als die Short Message verpackt und zwar wollte ich wissen, wie ist denn gefühlsmäßig beim Ausschau? Das heißt, was fühlt ihr denn für dich? Was geht hier ab auf Gefühlsebene? Und das schauen wir uns heute zusammen an. Und ja, ihr wisst ja immer, ne, allgemeines Kollektiv, ihr könnt damit in Resonanz gehen oder eben auch nicht. So, ich habe hier heute einen Neuner ausgelegt. Ich werde jetzt mal ein bisschen anders anfangen und zwar werde ich mir jetzt erstmal die Vergangenheit bei euch anschauen, ne? Auch bei ihm, um was ist dann, was war da los und was ist dann gegangen und dann gehen wir hier rum und ja, gucken mal, wie es weitergeht. So, erste Karte in der Vergangenheit haben wir hier, die Sehnsuchtsvolle. Ja? Da geht es also um das Thema der Sehnsucht. Man hat also irgendwas nicht loslassen können, man hat ja, Gedankenkreisel gehabt. Man hat sich bestimmte Momente vielleicht nochmal vorgestellt. Hier haben wir also auch das Thema der Wehmut. Das heißt also, in der Vergangenheit hat er sich anscheinend sehr, sehr stark mit dem Thema Sehnsucht beschäftigt oder hatte sehr starke Sehnsucht nach dir. Es kann natürlich auch sein, dass du diejenige warst, ja, von der er weiß, dass du halt einfach auch die warst, die sich nach ihm gesehnt hat. Ja, dass du vielleicht auch das geäußert hast, ne, dass du Sehnsucht nach ihm hast oder dass du halt ihm auch deine Gefühle gestanden hast. Aber auch natürlich diese Sehnsucht in ihm ausgelöst hast. Ja, so. Dann in den Lenemans war recht witzig, haben wir nämlich nochmal das Schiff drauf bekommen, also doppelte Bestätigung, dass es hier wirklich um Sehnsüchte geht, ja, oder um die Sehnsucht nach dir, von dir aus die Sehnsucht nach ihm, ja, also das scheint euer beider Thema hier zu sein. Und hier haben wir aber die Bombe drauf bekommen, hier haben wir Wut, Zorn, Enttäuschung, Verrat, Zerstörung, Ende, negatives Ereignis, ja, und das kann natürlich hier sein, ja, dass er vielleicht auch wütend darüber war, ne, dass er sich hier vielleicht auch nicht im Griff hatte, ne, oder dass er vielleicht auch nochmal eine Enttäuschung hochgekommen ist durch mit dir, dass er da durch diese Konfrontation mit dir oder beziehungsweise eure Begegnung hat also hier anscheinend zwar Sehnsucht ausgelöst, ja, aber wie man sieht, nicht unbedingt im positiven Sinne jetzt. Es hat aber jetzt nichts mit dem Wert an deiner Person zu tun, sondern hier ging es also mal um irgendetwas, ja, woran er sich erinnert hat, ja. Und das kann natürlich wieder viel sein. Das kann ja eine vermurkste Partnerschaft gewesen sein, wo er mal jemanden geliebt hatte, ja, oder wo er enttäuscht wurde oder wurde er mal verraten. Also solche Sachen sind anscheinend da wieder hochgekommen. Ja? Aber ich kläre es noch im Kontext. Aber man sieht hier, ne, das Thema Sehnsucht war hier jetzt in der Vergangenheit ein ganz großes Thema bei ihm. So, jetzt schauen wir mal weiter die zweite Karte dazu. Und zwar haben wir hier das Ferkel bekommen. Hier haben wir Glück im Spiel, Gewinnerposition, glückliche Fügung, Schwein gehabt, etwas wird sich positiv entwickeln, Lottogewinn oder andere Geldgeschenke, Erfolg auf ganzer Linie. Ja, man hat also gedacht, da, es fügt sich irgendwo irgendetwas zum Positiven. Ja, man war also hier guter Dinge, sage ich jetzt mal. Jetzt schauen wir mal mit den Lenemans mal weiter. Und zwar haben wir hier dazu die Wolken bekommen, dann haben wir hier den Ring bekommen und wir haben hier die Lilien bekommen. Ja, hier gab es also Unklarheiten, ne, bezüglich einer Verbindung. Ne? Eine sexuelle Anziehungskraft war auf alle Fälle da. Vielleicht war das aber auch erstmals, durch das es entstanden ist. Ne? Aber es ging auch hier um irgendeinen Ausgleich, der hätte stattfinden sollen. Ne? Und da sieht man auch wieder die Wiederholung drauf. Ne? Irgendwas hat sich also wiederholt. Ja, wo es um Harmonie und Ausgleich und innere Mitte, innere Ruhe, innere Friede, wie auch immer, also um die Balance ging es hier. Und wenn man jetzt hier in der Deutung schaut, wir haben immer noch rückläufigen Merkur, ich schwafel manchmal einen Käse zusammen. Also ich bin echt froh, wenn das zu Ende ist. Man hatte schon die Sehnsucht nach Glück. Ja, man wollte irgendwas. Man wollte, dass sich etwas glücklich fügt oder man wollte, dass sich etwas positiv entwickelt, ja, hat sich aber, wie man hier sieht, wo ich schon gesagt habe, mit der Bombe nicht zum Positiven entwickelt. Das hat aber mit dem zu tun, weil hier einfach Unsicherheit und Unklarheiten im Spiel waren, ob man jetzt hier eine Beziehung eingehen soll oder ist es vielleicht nur die sexuelle Anziehungskraft, also irgendwas hat hier nicht funktioniert, ja, und da wir hier die Sehnsuchtsvolle haben, hat ihn anscheinend irgendwas hier daran erinnert. Ja, also ich möchte die Klärungskarten anschauen.
Ja, da haben wir wieder die Liebe, ne? Es ging also schon um die Liebe, ja, um irgendeine Verbundenheit, die zwischen euch da war, ja. Ich denke, dass es eine sehr, sehr starke Anziehung war, vor allem sexuell jetzt. Das heißt, muss nicht unbedingt sein, dass ihr schon was sexuell miteinander hattet, aber dass er dich halt einfach wahnsinnig attraktiv fand, ja. Vielleicht hat er das aber schon mal gehabt und das ist hier aber nicht gut gegangen. Ja, dass er da irgend so ein Erlebnis hatte. Und wir haben hier den Turm des Aufstiegs, ja, und das ist eigentlich, also er hat sich eigentlich hier erhofft, dass diese Liebe oder diese Verbundenheit, die zwischen euch hier ist, sich gut entwickeln kann. Ja, wir haben aber wieder die Erfolgswelle drauf. Also man war eigentlich schon guter Dinge, aber irgendwas oder irgendwelche Unklarheiten oder Missverständnisse auch mit den Wolken, ja, haben letztendlich dazu geführt, dass es nicht so negativ, dass es nicht so positiv gelaufen ist, sondern man war hier wütend über etwas, ja, oder man hat, es ist eine alte Enttäuschung oder irgendein negatives Ereignis gab es da. So, das kann etwas sein, was du vielleicht mal geäußert hast oder so. Das muss gar nicht bei dir so angekommen sein. Bei ihm hat es aber irgendwo was ausgelöst. Das heißt, es ist also irgendwo hier etwas Altes, ja, was schon sehr lange her ist, meines Erachtens auch, also nichts etwas, was gestern passiert ist, ist bei ihm dadurch irgendwo wieder hochgekommen. Ja, so, jetzt schauen wir mal in die Gegenwart. Da haben wir das Buch. Ja, da geht es darum, dass man also ein altes Kapitel abschließen sollte und ein neues beginnen. Natürlich auch die Lernkarte schlechthin. Das heißt, es ist also Zeit des Lernens, sich belesen und informieren, Wissen weitergeben, gute Ratschläge geben, intelligent, weise, altklug. Ja, also es geht darum, hier, ich sage ja, das ist was Altes. Ne? Ich habe es mir fast gedacht, weil wir hier mit dem Schiff auch schon einen längeren Zeitraum haben. Irgendwas hast du gesagt oder gemacht, ja, nicht bewusst, ja, sondern das ist unbewusst passiert. Was auch für dich gar kein so ein großes Thema vielleicht auch sein mag, aber bei ihm hat es hier gewaltig was, ja, angekurbelt. Das heißt, er wollte eigentlich oder er hat sich das super vorgestellt, das Ganze hier. Ne? Er wollte auch wieder erfolgreich in der Liebe sein. Das ist das, was er eigentlich sich gewünscht hätte. Du warst auch hier diese Person, ja, bist du noch. Aber irgendwas hat hier was Altes hochgeholt und dann war es Ende Gelände. Ne? Da gab es hier irgendwo, ja, vielleicht seid ihr im Streit auseinandergegangen, ne? Oder es hat halt eine Enttäuschung gegeben, es müsst ihr jetzt auf euch ummünzen, aber irgendwas ist hier passiert. So, jetzt schauen wir mal in den Lenormands. Und zwar haben wir hier einmal das Haus und wir haben hier einmal die Wege. Und da ging es anscheinend um eine häusliche Entscheidung, eine Privat, also im privaten Bereich eine Entscheidung, ja, weil hier haben wir das Haus drauf, das steht ja immer für Familie oder eben der private Bereich. Und das kann natürlich hier, weil wir das auch spiegelnd haben mit dem negativen Ereignis, dass es also irgendwas mal war, ne? Und da geht es darum, jetzt in die Stabilität zu kommen und eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, will ich weiterhin in einem alten Kapitel bleiben, ne? Oder will ich das abschließen? Ne? Das ist im Endeffekt seine Entscheidung. Entweder erlebt das immer wieder, ne? Dass man also hier, wie ich schon sagte, den wiederholenden Vorgang haben, ne? Dass er sich zwar immer wieder jemanden anzieht, den er auch anziehend findet, ja, aber dann letztendlich irgendwas Altes mehr oder weniger wieder hochgeholt wird. Und das ist etwas, was er sich anschauen muss, weil das gehört hier abgeschlossen oder er darf irgendwas darüber lernen, weil wiederholende Vorgänge passieren ja nicht, weil wir so lustig sind, sondern wiederholen sich deswegen, weil wir also irgendwas noch nicht verstanden haben und irgendwas scheint da auch noch nicht ganz verstanden zu haben. Grundprinzipiell war er positiv eingestellt auf das Ganze, ja, aber da war irgendwas. So, dann haben wir hier den Soldaten, das heißt, es geht also darum, mal Ordnung und Struktur in das Ganze hineinzubringen. Ja, also hier muss man schauen, dass man das Chaos ordnet und das kann ich halt nur machen, indem ich mich dann mal für einen Weg entscheide. Ja, es kann sein, dass er vielleicht ein bisschen gefühlskalt wirkt, ja, sehr viel auch mit der Logik macht, trotzdem aber eine loyale Person ist. Das heißt, wir haben auch hier wieder Loyalität gegenüber der Familie oder das, was auch immer sein privater Bereich ist. Ja, da sieht man schon, dass auch hier wieder gewisses Verantwortungsbewusstsein auch da ist. Es kann natürlich auch hier
muss nicht immer mit einer Nochpartnerin oder mit einer anderen Dame jetzt zu tun haben. Es kann ja auch irgendwas im familiären Bereich sein, ja, dass man da viel Verantwortung trägt, dass man da nicht weiß, wie man sich entscheiden soll, weil man ja auch, man will zum einen da loyal sein und man will zum anderen da loyal sein. Ne? Also er wollte das gegenüber dir, dann wollte das dort. Und das ist halt dieses Thema, ne, wie ich immer sage, man kann es halt nicht jedem recht machen. Ne? Man muss sich irgendwann für seine eigenen Wege entscheiden. So, dann haben wir hier noch den Strand dazu bekommen. Das heißt, es geht also hier vielleicht auch nochmal um einen Urlaub. Ja? Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn er wegfährt. Vielleicht fährt er auch aktuell weg, dass er sich hier mal sammeln kann. Ja? Letztendlich geht es darum, dass man hier wieder Entspannung reinbringt. Ja? Also man sieht schon, das ist sehr angespannt alles. Das spiegelt sich auch hier. Ne? Hier hat wirklich jemand sehr viel Wut in sich. Ja? Hier ist jemand richtig enttäuscht darüber, dass also etwas nicht geklappt hat. Ja? Und ist aber durch... Kann jetzt wirklich durch dich ausgelöst worden sein. Ich mag es nicht jetzt wirklich so sagen, dass es unbedingt du warst, aber da wir ja auf ihn schauen, kann es schon sein, ja. Oder es kann auch was vom Außen gewesen sein, ne? Muss man jetzt gucken. Bei vielen wird es passen, wenn du zum Beispiel mal irgendwas gesagt hast oder erzählt hast, wo du gemerkt hast, der reagiert da vielleicht irgendwie komisch oder dann hat er sich angefangen zu verschließen oder sowas, ja. Oder gerade wenn du derjenige warst, der hier einfach die Gefühle offenbart hat, dass du gesagt hast, ja, ich habe Sehnsucht und ich würde dich gerne sehen und ich würde das und ich stelle mir das so und so vor, dass er da irgendwo an irgendwas Altes erinnert worden ist, was also sozusagen wieder etwas Negatives in ihm ausgelöst hat, was immer da mal passiert ist bei ihm. Ne? Das wissen wir jetzt nicht, aber so schaut es hier aus. Und das heißt, letztendlich wollte er zwar dasselbe wie du, ja, dass man hier wieder glücklich ist, dass man wieder aufsteigt, dass man eine Liebe leben kann, eine Anziehungskraft war da, ja. Das war alles super, ja. Aber es kann hier wirklich, wie gesagt, ein familiärer Einfluss gewesen sein oder eben auch was anderes. Und da gilt es halt jetzt erstmal Ordnung reinzubringen. Ne? Man sieht schon, also er ist sehr, sehr durcheinander. So habe ich das Gefühl. So. Ja, dann haben wir das Familienglück. Familie steht an erster Stelle, trägt Verantwortung, Kinder spielen eine Rolle, sich etwas aufbauen, Wunsch, eine Familie zu gründen, Kinderwunsch, verheiratet, Probleme in der Familie heilen. Also es scheint mir schon, bei vielen kann es jetzt tatsächlich ein familiäres Thema sein. Bei einem kann es natürlich sein, dass er selber eine Familie hat, ne? Dass er also hier die Verantwortung trägt, dass er sich zwar verliebt hat und dass er durchaus das alles will, ja, man sieht ja, dass er die Liebe leben will und dass er da aufsteigen will, ne, aber die Angst vielleicht auch vor einem negativen Ereignis oder dass hier irgendwas nicht klappen könnte, vielleicht auch die Familie sich eingemischt hat, kann alles solche Faktoren sein. Ich will es jetzt gar nicht so weit ausschweifen, weil es soll ja eine Short Message werden. Auf jeden Fall hat man hier Verantwortung, wie man sieht. Es können auch bei einigen von euch noch Kinder eine Rolle spielen tatsächlich. Ne? Aber er selber hat ja anscheinend auch diesen Wunsch, wieder eine Familie zu haben oder beziehungsweise wieder dieses Stabilitätsthema letztendlich. Und es kann natürlich auch familiäre Probleme hier sein. So, dann haben wir einmal die Sterne dazu bekommen und einmal die Sonne. Das heißt, es muss also Klärung und Licht in die ganze Sache rein. Ja? Klarheit und Beleuchtung. Hier haben wir wieder die Spiritualität auch an der Seite. Das heißt, die Spiritualität wird so und so eingreifen und hier Licht in diese Angelegenheit hineinbringen. Hier haben wir wieder den Sommer, ja, der fällt dauernd momentan raus. Ich kann das hier auf und niederlegen. Also wenn, dann wird die Klarheit hier zur warmen Jahreszeit reinkommen. Ja, spätestens jetzt, wenn im Juni der Sommer beginnt, ist ab da geht's los, wann auch immer das sein wird. Ja, aber ihr wisst ja immer, Zeit ist relativ. Aber es wird sich auf alle Fälle was klären und belichten zu dieser Thematik hier. So, dann haben wir hier die Kartenlegerin. Ja, vielleicht, gut, sucht er wirklich eine Kartenlegerin auf? Das kann sein, ja, dass er sich da Antworten sucht oder sich einfach auch mit der Spiritualität ein bisschen anfängt zu beschäftigen, vielleicht auch das ein oder andere beliest. Ja, also nur weil es ein Mann ist, heißt es ja nicht, dass die sich nicht damit beschäftigen können. Es werden auch immer mehr Männer, was mich freut, ja, dass die ein bisschen den Zugang zu dem Ganzen finden. Kann natürlich bei ihm auch sein, ja. Und hier haben wir die karmische Seelenpartnerschaft. Das heißt, ja, es geht hier einfach noch um Konflikte und auch Lernaufgaben, was also wirklich mit etwas mit ihm, mit seiner Familie oder seinen Verbindlichkeiten, seiner Verantwortung zu tun hat.
Das heißt, es geht auch darum, eine gewisse Reife zu erlangen. So, dann haben wir hier den Teddy und ich. Ja, man fühlt sich einsam, ne? Es fehlt also die Geborgenheit, man fühlt sich alleingelassen, man umgibt sich nur mit vertrauten Personen, man hat wenig Selbstwert und Selbstbewusstsein, ist ein bisschen so ein Eigenbrödler, kann auch wieder eine unschöne Kindheit gewesen sein, wobei ich da jetzt gar nicht so stark einhaken möchte, weil es immer irgendwo ein Themchen gibt bei jedem, ja. Aber man sieht schon, dass er hier tatsächlich irgendwo ein gewaltiges Problem zu Hause hat, ja. Und das kann natürlich jetzt in erster Linie entweder mit seiner noch Partnerin sein, ja, wo dann vielleicht auch noch Kinder da sind, oder es geht um seine Eltern, wo er da noch eine Verpflichtung oder eine Verantwortung hat, ja. Je nachdem. Ihr münzt das bitte um. Aber man sieht schon, er sehnt sich eigentlich nach dem. Und jetzt haben wir es hier wieder, ne? Hier spiegelt sich die Sehnsucht mit dem Familienglück. Das ist eigentlich das, was er will. Ja, er wollte das aufbauen, aber irgendwas kam hier dazwischen. Ja, da kam ihm irgendwas hoch, was ihn an irgendwas erinnert hat, was für ihn negativ war oder wo er das nicht mit Glück verbindet, sondern wie gesagt hier eher mit einem schlechten Ereignis. Und auch hier wieder rüberspiegelnd die Sehnsucht. Ne? Er fühlt sich einsam. Es fehlt ihm die Geborgenheit, das, was er eigentlich hier alles haben wollte. Na, und das heißt jetzt nicht, dass er das mit dir nicht haben kann, sondern irgendwas hat ihm da einen Strich durch die Rechnung gemacht oder beziehungsweise auch er selber, aber wir schauen gleich. Und das ist halt auch wieder wenig Selbstwert und Selbstwert, ne? Selbstbewusstsein und Selbstwert. Weil wir hier wieder, ich kriege schon so ein bisschen dieses Einfluss von außen, ne? Dieses Verantwortungsgefühl, was er hat. Und da muss er sich jetzt erstmal strukturieren und sammeln. Er muss sich das anschauen, ja. Und da haben wir die Störche drauf. Das heißt, hier geht es um einen Wandel, ja. Und die Störche sind für mich immer, erfordern immer Flexibilität. Das heißt, dass man mal seine Meinung ändert, dass man mal seine Perspektiven verändert, ja, dass man überhaupt mal schaut, ja, dass da soll sich eben hier etwas wandeln. Das heißt, dieses Negative, was er oder diese Liebe, die eigentlich zwischen euch da ist, ja, und die auch sehr, sehr erfolgreich wäre, ja, also die kann man durchaus leben, ist gar kein Thema. Aber irgendwo muss sich bei ihm erstmal was verändern, dass er aus seinem negativen Gedankenkreisel herauskommt. Er denkt negativ. Immer wieder in der Wiederholung diese Unklarheiten, diese Unsicherheiten, die hochkommen. Ja, die Anziehung ist da und ich möchte und Ding. Aber irgendwas scheint hier noch nicht richtig zu passen. Und da haben wir auch die Waage drauf. Das heißt, es geht also hier um einen Ausgleich, der stattfinden soll. Ja, und es kann natürlich hier um Verträge auch vielleicht gehen, wo er noch irgendwo drinnen hängt. Na, aber auch, dass er lernt, kompromissbereiter zu sein und dass er auch lernt, dass es hier auch für ihn einen Ausgleich geben muss. Ne? Wenn man sehr viel Verantwortungsbewusstsein trägt, dann ist das schön. Aber trotzdem kann ich mir nicht immer meinen kleinen Hintern für alle aufreißen, sondern ich muss ja auch mal selber schauen, dass ich irgendwo zu Potte komme. Ja? Und er scheint mir hier jemand zu sein, ja, der durchaus gern was für andere macht, ja, aber wenig auf sich selbst schaut. Also ein bisschen so auch die Schuldgefühle vielleicht auch dahinter hat, ne? Weil wir hier noch die Lernaufgabe haben, auch hier wieder ein negatives Ereignis, dass wenn er irgendwas macht, vielleicht, dass er wieder verantwortlich dafür gemacht wird, dass er dann wieder schuld ist an dem Ganzen, wenn irgendwas nicht klappt. Auch das wäre hier möglich. Und da haben wir wieder das Liebespaar drauf. Das heißt, es geht also hier um die große Liebe, ja, wie wir sie hier ja auch schon haben. Und da, die ging es bei euch in der Vergangenheit. Um eine Herzensentscheidung natürlich, aber wir haben hier auch wieder die Verbindlichkeit drauf. Vielleicht befindet sich dein Gegenüber auch noch in einer Ehe. Ja, auch das kann ja hier sein oder in einer anderen Partnerschaft oder wie gesagt familiär, wie auch immer die Umstände sind, ja. Es muss also etwas gewandelt werden, es muss was in den Ausgleich gebracht werden, weil dieser Mann mit der Situation, wo er sich jetzt hier befindet, ja, oder die Dame, je nachdem, wer mir zuschaut, absolut unglücklich ist, ja. Man ist hier nicht glücklich. Und es kann natürlich bei einigen sein, ne, dass das Kind, dass man sagt, ja, wegen dem Kind mache ich das hier oder wegen dem Kind bleibe ich noch in dieser Verbindung. Ja, man kann immer einen Grund vorschieben, ne? Aber er hat wirklich ein sehr, sehr starkes Verantwortungsgefühl und deswegen tut er sich so schwer, sich abzulösen oder rauszulösen, ne? Weil da kommt in ihm eben, wie gesagt, kann eine kindliche Sehnsucht auch sein, ne? Dass er in seiner Kindheit da auch schon vielleicht vernachlässigt worden ist oder sowas und würde das jetzt mit Sicherheit nicht mit seinen Kindern tun. Oder
Er hat hier Mutter und Vater irgendwas erlebt, ja, wo er jetzt seinem Vater und seiner Mutter das nicht antun würde und so weiter. Ja, also man sieht schon, das ist für ihn einfach eine Lernaufgabe, hier einen Ausgleich reinzubringen, weil es ja auch schließlich letztendlich um sein Leben und um sein Glück hier geht. Ja, er hätte das Glück in der Liebe mit dir tatsächlich. Ja, muss man schon mal so sagen, weil das sind hier Top-Karten. Na? So, bevor wir in die Zukunft schauen, wie es ausgeht, schauen wir uns das Hauptthema an. Das heißt, was ist denn eigentlich hier? Da haben wir das Spiel der Süchte, ist schon mal rausgefallen. Hier geht es also um Abhängigkeiten. Es kann Alkoholismus sein, Drogen, sexsüchtig, spielsüchtig, Geld für Süchte ausgeben, Machenschaften, um an Geld zu kommen. Leben ist nach der Sucht ausgelegt, eine dunkle Vergangenheit. Ja? Und müsst ihr jetzt schauen, wenn ihr wisst, okay, euer Gegenüber hat hier vielleicht, raucht er zu viel, trinkt er zu viel oder was auch immer er hat, ja? Oder passender wäre für mich hier eher etwas mit der dunklen Vergangenheit, weil wir hier auch noch sehr viel Wut und Zorn haben und einfach eine Enttäuschung, die in ihm ist, ja? Das heißt also, irgendwas weißt du hier noch nicht, ja? Spiegelt sich auch hier drüber sehr schön mit dem Buch. Das heißt, hat er wahrscheinlich auch nicht offenbart, ja? Oder nicht darüber gesprochen. Und man sieht schon, dass ihm das Ganze jetzt ja ein bisschen viel wird, ne? Ist leicht überfordert. So, jetzt schauen wir mal drauf und da haben wir den Turm. Und das war auch der Grund hier, warum dieser Mensch sich distanziert hat von dir, ja, oder warum der sich jetzt hier in das Türmchen zurückgezogen hat, ja. Auch wieder sehr schön spiegelnd hier mit der Einsamkeit, ja, der Turm ist auch dieses Einsamfühlen, auch das würde hier nochmal passen, weil natürlich, wenn ich hier irgendwelche Süchte habe, ja, ich auch nicht unbedingt ein tolles Umfeld um mich habe, ja, weil das sind dann die Leute, die mich halt nur mit dem Scheiß hier versorgen, aber die letztendlich nicht wirklich zu mir stehen. Und deswegen sagt er ja hier mit dem Teddy, ne, ja, ich fühle mich einfach einsam, ja, ich fühle mich alleingelassen, ja, weil das ist nicht sein Umfeld, mit dem er sich umgeben sollte, ja. Aber anscheinend hat er das hier. So, dann haben wir hier das Wunscherfüllungsei. Hier geht es um die Gedanken und die Symbolkraft, Vertrauen ins Universum und die Wunscherfüllungsenergie. Na, er wünscht sich ja, dass er hier, ne, die Süchte hier beenden kann oder was immer er hier hat oder auch was Negatives in der Vergangenheit war, wünscht er sich ja hier eigentlich, dass das endlich ein Ende hat. Ja, da will er selber raus. Ich sag ja, der fühlt sich absolut nicht wohl, ja. Und dann haben wir hier die Schaukel, da haben wir ein On-Off, gute Zeiten, schlechte Zeiten, einen Kreislauf durchbrechen, den Absprung schaffen. Auch das war ja hier, wo ich gesagt habe, hier wiederholt sich also irgendwas, ne? Und die Lilien kann auch für die Familie stehen, ne? Dass also hier irgendwo ging es ums Geld, vielleicht auch wieder um materielles, finanzielles, vielleicht hattest du nicht so viel oder vielleicht hast du sehr gut verdient, ja, wo er damit vielleicht ein Problem auch hatte, ne? Oder er hat selber halt einfach hier auch Geldprobleme, auch das wäre möglich, ja, dass er das dir nicht sagen kann oder ist tatsächlich von irgendwas abhängig, ja, wie auch immer. Aber es geht jetzt darum, diesen Kreislauf zu durchbrechen und da haben wir den liebevollen Mann drauf. Hier geht es also um Wohlwollen, um Verständnis, um Harmonie, um Romantik, die Verliebtheit und die tiefen Gefühle und die hat er für dich. Ja, definitiv. Also er hat wirklich tiefe Gefühle. Ja, er ist auch verliebt und das wäre ja auch genau das gewesen, was er haben wollte. Aber irgendwas hat ihm da gewaltig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, und das ist meines Erachtens irgendein Ereignis oder jemand hat was gesagt oder gemacht oder getan, wie auch immer, ob das zupasst oder das Außen spielt im Endeffekt eh keine Rolle, hat also in ihm was ausgelöst, wo er Angst gekriegt hat oder wo er gedacht hat, okay, ich kann diese Bürde, diese Last gar nicht tragen. Ich habe so viel Verantwortung, ich will einfach niemanden schaden hier, ne? Und lieber stelle ich mich selber zurück und verzichte auf mein Glück, damit andere glücklich sind. Genau so kriege ich das hier rein. So, dann schauen wir mal in der Zukunft weiter. Da haben wir hier die Kutsche. Ja, es kommt also Bewegung in eine Sache rein. Nachrichten und Informationen sind schon auf dem Weg. Etwas klärt sich jetzt auf. Ein Fortschritt könnte etwas holprig werden, aber wir haben das Voranschreiten. Das heißt, ja, es tut sich was. Ne? Hatte ich auch im letzten Orakel, das ich gedreht habe, wo ich gesagt habe, ja, es bewegt sich auf alle Fälle was. Ja, ich weiß gar nicht, oder war das eh die letzte Short Message, wo ich gesagt habe, der kriegt eine Offenbarung. Und hier ist es auch wieder so. Na, das wird jetzt hier geklärt, es kommt jetzt richtig hier Bewegung rein. Und da haben wir auch die Routen drauf. Das heißt, das Chaos wird also hier bereinigt. Hier finden also viele Gespräche statt, Diskussionen.
Aber auch der Kommunikation. Aber wie gesagt, die Routen sind auch für mich Ordnung und Struktur und Bereinigung. Das würde auch wieder hier mit dem Buch passen und mit dem Soldaten, wo wir hier schon haben, dass man sagt, ja, also du musst das hier jetzt erstmal anpacken und bereinigen, weil ansonsten wird es hier nichts mit Entspannung. Es kann natürlich auch sein, dass er wegfährt, ne, und vielleicht auch sich hier im Urlaub sammelt und da erstmal die Klarheit über diese Sachen kriegt, ja. Vielleicht fährt er auch zur Familie oder er fährt mit der Familie weg und dann wird ihm da einiges klar werden darüber. Vielleicht auch, weil er da mit denen in der Konfrontation ist. So, weil da haben wir nämlich wieder die Schlangenenergie. Das heißt, ja, hier haben wir also Erpressung, Drohung, negativer Einfluss von außen und die Fesseln. Ja, sag ich ja. Na, wieder, man redet ihm in sein Glück rein. Man will auch nicht, dass er glücklich ist. Vielleicht droht man ihm auch etwas an. Ja, das kann auch sein. Das muss jetzt nicht wahrlich so eine Bedrohung sein. Also wirklich Drohung, sondern einfach, na, Schuldgefühle kann man jedem schnell einpflanzen und sagen, ja, dann hast du keine Zeit mehr für mich, wenn du jetzt mit der zusammen bist. Und ja, und wer kümmert sich dann um mich, wenn du jetzt dann in eine Partnerschaft gehst? Oder na, wenn man vielleicht da zusammenziehen möchte oder weiter wegziehen möchte, ein Umzug ansteht, wie auch immer, ja, und dann hat man hier noch Familie oder Kinder, ja, und wer kümmert sich dann um die Kinder und dann hast du keine Zeit mehr. Und das ist alles das, womit man ihn hier vollstopft gerade, ne? Und da haben wir die Geburt drauf. Das heißt, es geht also um eine Vereinigung. Etwas Neues entsteht, Anstrengung, Kampfgeist, wieder die Kinder, ja. Und wenn man das hier so rüberspiegelt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann kann es hier tatsächlich nur eine dritte Person sein, die einwirkt. Ja, vielleicht noch die Frau, ne, mit der er noch zusammen ist, wo wieder Kinder da sind, oder es ist einfach ein anderer Einfluss, der von außen kommt, ja, wo man einfach verhindern möchte, dass sein Gegenüber hier mit dir in die Vereinigung geht, ja, oder dass da irgendwas Neues entstehen soll, ne? Das ist also wieder jemand, der nicht aus der Komfortzone austreten kann. Und natürlich soll dann dein Gegenüber auch nicht aus der Komfortzone raustreten, ne? Also wer immer das sein mag, kann Männlein wie Weiblein sein. Ich halte es jetzt wirklich mal komplett offen. Aber das wird hier bereinigt, ne? Hier kommt also schon Ordnung und Struktur rein. Man wird sich das anschauen, was das hier für ein Einfluss ist. So, dann haben wir hier die Zukunft. Ja, hier sollte es zukunftsorientiert eben vorangehen. Man plant alles voraus, überlässt nichts im Zufall. Man hat also klare Visionen, gibt sich nicht mit weniger zufrieden, schaut nicht zurück, sondern nur nach vorne. Träumer arbeitet hart für seine Ziele. Ja, eigentlich eine sehr schöne positive Karte. Ich empfinde es jetzt gerade eher nicht so im Zusammenhang mit den Karten. Natürlich möchte er zukunftsorientiert vorangehen, aber er ist schon einer, der halt sehr viel kontrolliert. Sicherheitsthema ist da dahinter. Ne? Man überlässt also nichts dem Zufall, sondern man plant schon wieder alles im Voraus. Ja, und das ist halt etwas, was man das, was man lernen muss, dass man nichts planen kann, weil Sicherheit existiert halt nun mal nicht im Außen. Ja, und das war ja dieses die Entscheidung da oben mit dem Haus und den Wegen, dass man einfach auch sagt, okay, entscheidest du dich für die Sicherheit, die nicht sicher ist, ja, oder entscheidest du dich für dich selbst? Ja, das ist ein bisschen so diese Aufgabe, vor der er gerade gestellt wird. Also man sieht, gefühlsmäßig tut sich da einiges, ne? Dem, ich würde jetzt mal sagen, atemberaubend geht dem gerade nicht oder die Sonne scheint ihm nicht aus dem Hintern. Ne? Aber gut, das hilft halt nichts. Ne? Die müssen jetzt da durch und es bestätigt sich auch immer wieder, wo ich sage, die Männer werden jetzt so richtig hier durchgerüttelt, die werden mit ihren Emotionen hier durchgeschüttelt, mit ihren Gefühlen, mit ihren Ängsten, mit ihren Zweifeln, mit alles werden sie konfrontiert. Und das ist das Ergebnis draus, ne? Dass man erstmal sagt, puh, ja. Was mache ich nun? Ne? Das ist halt gerade das Lernen hier. Mussten wir ja auch durch. So. Da haben wir nämlich die Blockade draufgekriegt, ne? Weil das so zukunftsorientiert oder so, das kann ich gar nicht, weil er blockiert er sich ja selber hier. Ja? Und das ist auch die Energie, die ich hier habe. Das heißt, ja, dieses verbindliche Thema hier, ne? Diese Konflikte, die blockieren gerade noch das Voranschreiten und wir haben wieder die Schlange drauf. Das heißt, man blockiert sich selbst, man geht 100.000 Umwege. Ja, auch hier
das können auch die Umwege sein, ja, die man geht. Muss nicht unbedingt immer eine Person sein, ja, ich sag's nur, bei vielen kann es passen. Aber einfach, dass man das bereinigt, dass man sagt, okay, ich höre auf, Umwege zu gehen, weil ich ja einen Neubeginn möchte. Und dieses Neubeginn ist aber, wie gesagt, noch blockiert, weil man immer wieder sich irgendwo belabern lässt, ja, oder immer wieder vom Weg abkommt. Das heißt, man zögert das Ganze auch raus. Das ist eine Zeitverzögerung. So, dann haben wir hier die Kristallschädel drauf. Das heißt, es geht ja hier um ein neues Zeitalter, das anbrechen soll. Und wir haben hier das gebrochene Herz. Ja. Und es hat irgendwas mit einem Verlust, den er schon mal erlebt hat. Ich sag dir, hier haben wir ein negatives Ereignis. Ja, jetzt wird es ein bisschen klarer. Das heißt, entweder ging es mal um einen Verlust. Hier haben wir ein gebrochenes Kinderherz. Auch da, ja. Hier mit der Familie. Das hat aber mit seiner eigenen Familie zu tun. Das heißt, das hast du aber ihm ausgelöst, weil vielleicht hast du ihm genau du vermittelt, dass du loyal bist, dass du treu bist, dass du ihm Sicherheit vermittelst, ja, dass du mit beiden Beinen im Leben stehst, dass du ihm auch eine andere Welt gezeigt hast, dass du deine Gefühle offenbart hast, dass du alles für ihn gemacht hättest oder auch gemacht hast, ja, je nachdem, wie euer Zustand ist. Also nicht jetzt in dem Sinn, dass du hier der Lakai von ihm warst, sondern dass du ihm einfach gezeigt hast, dass es auch anders geht. Ja, dass du ihm gefühlsmäßig gezeigt hast, was wahre Liebe ist oder was Liebe eigentlich ist, dass man da ist füreinander, ja, dass man zuhört, dass man sich um jemanden kümmert. Meines Erachtens konnte er mit dem nicht wirklich was anfangen, ja, weil er das auch nie gelernt hat. Das muss er erst lernen. Und das hat hier was mit seiner eigenen Familie zu tun. Hier hat eine Trennung, ein Verlust, irgendwas hat hier stattgefunden. Ja, kann aber auch, wie gesagt, auch eine alte Partnerschaft sein, ja, an der er mal stark hing. Ich weiß es nicht, ja. Da müssen wir detaillierter schauen, aber wie gesagt, das mache ich heute nicht. Aber sowas könnte es sein. So, dann haben wir hier den gefallenen Engel. Ja, den falschen Weg einschlagen, den falschen Menschen vertraut, Süchten verfallen, keine Perspektive im Leben, im Mangelleben, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, Existenzangst. Ja, also der... Sorry, aber die Karten sind so rausgefallen, ich kann es nicht anders ändern. Er muss hier mit seinen Ängsten in die Konfrontation gehen und das wird er auch. Ja, entweder fährt er weg, dass er in den Urlaub fährt, oder es wird jetzt einfach irgendwas passieren, wo er strukturiert und ordnet. Aber letztendlich wird er merken, dass er hier den falschen Weg eben eingeschlagen hat, dass er hier Süchten verfallen war, die haben wir ja auch im Hauptthema, dass er den falschen Menschen vertraut hat, ja, dass er sich vielleicht von dir sogar abgewandt hat, ja, mit dem Turm hier, von seinem eigenen Club abgewandt hat, weil er hier einfach der Schlangenenergie vertraut hat. Ja, wer immer das auch ist in seinem Umfeld. Ja, das können Freunde sein, das können Bekannte sein, das kann die Partnerin sein, das kann die Familie sein, das können Kollegen sein, das kann alles sein, ja. Aber hier, da man hat ihm auch immer wieder Angst gemacht vor der Existenzangst. Auch ja, da verlierst du alles und wenn du da jetzt rausgehst, dann hast du nichts mehr. Lass es so ein Scheiß, ja. Und erst da er hier ja nicht in seinem Selbstwert und seiner Selbstliebe ist, ja, oder in seinem Selbstbewusstsein, hackt das natürlich Mords rein, ne? Das ist gerade, wenn das die Familie ist. Ich erwähne das immer wieder, ne? Wenn man wirklich so eine Familie hat, hinter sich hat, die dem eigenen Kind kein Glück vergönnt, weil sie vor lauter Verlustangst selber die Ängste rüberspiegelt. Ne? Gerade Mütter oder Väter, die dann allein sind und sagen, ja, aber jetzt bin ich ganz allein, wenn du weggehst und dann hast du keine Zeit mehr für mich. Und das ist natürlich super, das auf ein Kind rüberzuspiegeln. Ne? Weil ich meine, nicht jeder ist für sich selber verantwortlich, Leute. Ja, also nur weil meine Eltern sind, bin ich ja nicht hier der Hofnarr von meinen Eltern. Ja, die haben sich entschieden, mich zur Welt zu bringen, ja. Aber das heißt ja nicht, dass ich dann hier der Diener bis zu meinem Lebensende bin, sondern ich habe ja noch ein eigenes Leben. Ja? Da geht es eben um die Kompromisse zu finden, dass man sagt, naja, man findet irgendwo einen Ausgleich, aber ich bin doch nicht dann 24/7 hier für meine Eltern verantwortlich. Das geht ja auch gar nicht. Aber genauso scheint mir das hier zum Beispiel zu sein, wenn das bei dir oder deinem Gegenüber der Fall ist. Ja? Dass man hier sagt, da hängt schon ganz schön viel dran, ja. Oder die Nochfrau macht hier schlechte Gefühle, ja, und sagt, ja, dann kümmerst du dich nicht mehr um die Kinder und dann ist jenes und dann ist dieses, ne. Und da lässt er sich halt immer wieder verwickeln und deswegen verzögert sich das so. Aber hier sind schon wieder Nachrichten unterwegs, also Kommunikation findet statt, kommt auch hier über die Öffentlichkeit rein. Ja, also er wird sich öffnen auch für die Kommunikation. Ich denke, dass er auch hier nicht mit dir darüber gesprochen hat. Ja, wenn man das hier sieht, weil das Buch, hier haben wir die Süchte und hier haben wir den gefallenen Engel, das heißt, der hat dir verschwiegen, um was es hier geht.
Ja, der hat nicht wirklich richtig mit dir darüber geredet. Vielleicht hat er mal was angeschnitten, ja, das kann sein. Aber so richtig, dass er hier Angst davor hat, ja, und dass er vielleicht hier in Abhängigkeiten drin sitzt, nein, das hat er verschwiegen, der Herr. Ja, da hat er nicht drüber gesprochen. Jetzt kommt halt die ganze Pulle hier auf einmal. Ja, da haben wir den siebten Sinn. Das heißt, es geht also darum, dass er lernt, auf sein Bauchgefühl zu hören. Ja, Einfühlungsvermögen zeigt, spüren, wie es jemandem geht. Und das ist halt nur, wenn er hier auf seine Intuition hört. Und wir haben hier die Kirche und das ist nochmal das spirituelle Erwachen. Leute, besser geht's nicht. Also hier hat die Spiritualität wirklich auch die Finger im Spiel. Das heißt, wenn der jetzt hier nicht in die Puschen kommt, dann wird es für ihn entschieden. Ja, dann wird es hier eine Entscheidung geben. Auch das spiegelt sich hier rüber. Momentan ist es noch in seiner Hand hier. Ne, dass er noch lernen kann und sich selber entscheiden kann, welchen Weg er gehen will. Wird er das nicht tun, ja, dann wird hier über die Spiritualität irgendwas auf ihn zukommen. Das kann eine Nachricht über die Öffentlichkeit sein oder es wird ihm etwas zugetragen oder wie auch immer. Oder es greift halt ein, dass es noch schlimmer wird, dass er sich offenbart. Ja, und das wird er auch tun. So, wir haben hier unterm Deck den Vollmond. Und da sieht man schon, wir haben also eine gereizte Grundstimmung hier. Er schläft auch unruhig, hat vielleicht sehr, sehr intensive Träume, ist übermüdet, hat Konzentrationsschwierigkeiten, ist nervös, hibbelig, unruhig, ne, hat auch keine Lust, ist irgendwo demotiviert, die Stimmung ist halt echt unter, ne? Und hier haben wir auch wieder Themen aus der Vergangenheit kommen hoch. Das heißt, irgendwas, ja, was er hier, das ist auch sehr schön, weil ich das gerade noch gesehen habe, irgendwas, was er nicht abgearbeitet hat, wird ihm jetzt mächtig um die Ohren fliegen. Ja, und zwar ausgelöst durch diese Liebe zu dir. Und da haben wir die falsche Nonne. Ne? Da haben wir auch wieder eine sündhafte Vergangenheit. Zwei Leben führen, zwei Gesichter, ja, etwas im Verborgenen halten. Zeigt nur das, was man zeigen möchte. Ne? Guter Schauspieler. Da werden jetzt wieder viele jubeln, ja, dass man sagt, ja, das ist ein Schauspieler, das ist tatsächlich. Er spielt hier nicht mit offenen Karten, ne, sondern er spielt hier die Maske. Er trägt eine Maske. Er offenbart sich nicht, aber das wird er tun. Er wird sich offenbaren. Ne. Hier haben wir nämlich wieder das Entwicklungs- und Wachstumsthema drauf und auch wieder das Thema der Reife. Ja. Und das ist gerade bei ihm zu lernen, dass er hier in seine eigene Stärke kommt. Seht ihr das? Und hier liegt noch der Hund. Schicksalhaft sogar. Also der muss hier in seinen Selbstwert, in sein Selbstvertrauen, in seine Stärke finden, ja, und das muss er gerade lernen. Das heißt, dieser Mann ist nicht in seiner Stärke. So, und da haben wir das Echo und das ist einfach ein Spiegel, der ihm gerade vorgehalten worden ist oder der ihm jetzt noch vorgehalten wird und man wird ernten, was man sät, ja, und da sieht man die Welle. Ich habe es vorher noch gesagt, völlige Überforderung, ja. Wie, es fühlt sich an wie eine Krise, aber es ist ein Umbruch für ihn. Ja, es soll also hier, dieser Wandel soll stattfinden, ob er will oder nicht. Ja, und da liegt die Witwe. Und das heißt, er wird sich von etwas verabschieden oder loslassen müssen. Ja, aber hier haben wir wieder Verlust und Enttäuschung, aber hier geht es einfach um einen Abschluss. Und das ist ja oben schon beim Buch gewesen, wo ich gesagt habe, altes Kapitel abgeschlossen, neues. Ja, und dann haben wir hier den Kompass und das ist dieses komplett sich neu ausrichten. Ja, dass man also seinen Horizont anfängt zu erweitern. Ja, meine Lieben, das war die Short Message. Doch so ein bisschen länger geworden, ja, aber was raus muss, muss raus. Finde ich sehr spannend hier. Also, wenn du meinst, bei deinem Gegenüber tut sich nichts, dann liegst du absolut falsch. Also, hier brodelt der Vulkan. Ja, also, hier wird sich bald. Spätestens im Sommer, ja, ich wünsche euch, dass viele wirklich dabei sind, aber der Sommer soll mega werden. Das habe ich jetzt schon auch von vielen anderen Kartenlegerinnen gehört. Ich bin echt gespannt. Bei mir fällt es auch immer wieder raus. Aber ich wünsche natürlich, dass alle am liebsten dabei sind, ne? Aber ihr wisst ja selber, Zeit ist relativ. Aber dieser Mann hat Gefühle für dich und der liebt dich auch wirklich aufrichtig. Aber diesen Kack hier, ja, den muss er jetzt erstmal beiseite schaffen. Ja, dieses Einmischen von außen, wenn er dann irgendwelche Süchte hat, er muss hier Selbstwert und Selbstliebe, da muss er reinkommen in sein Selbstvertrauen, in seine Stärke und dann wird er das auch schaffen. Aber wie gesagt, wenn er das jetzt nicht bald angreift, wird das Karma für ihn das regeln oder beziehungsweise das Göttliche greift ein. Ja, ich hoffe, euch hier einen kleinen Einblick gegeben zu haben. Ja, und ja, wir hören uns ja sowieso mit dem nächsten Orakel und ich wünsche euch was. Bis bald, ciao, ciao, eure Melanie.